So, hallo, schönen guten Tag, da bin ich wieder. Erstmal gucken, ich habe mein Setting ein bisschen geändert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so und die Lautstärken passen alle und ja, ich hoffe, das geht. Schön, dass ihr reinschaut zu einem neuen React über mein zukünftiges Lieblingsspiel, Planet Coaster. Und zum Deep Dive 3, den es tatsächlich jetzt diese Woche ja gab. Wir haben ja darauf gewartet, was gibt es Neues zu sehen, was gibt es Interessantes zu sehen. Und ich finde, es gab schon einiges zu sehen, tatsächlich. Was mich zum Grübeln bringt. Und zwar zum Grübeln, was ich eigentlich mache. Spiele ich Sandkasten? Spiele ich Management? Ich weiß es nicht. Ich bin ja eigentlich so ein Typ, der mit Thema Management groß geworden ist und viel Management-Sachen gespielt hat. Und da gibt es einige Sachen, wo ich sage, es würde mich reizen bei diesem Spiel. Und allen voran ist es halt der Tagesmodus. Also wirklich dieses, dass man jetzt einen richtigen Tagesmodus hat. Und diesen Tagesmodus, den sehen wir. Und wir sehen ihn auch indirekt. Und zwar indirekt, dass es einen Tagesabschluss geben wird. Woran ich das ausgemacht habe, werde ich euch gleich zeigen. Wir gehen aber mal Stück für Stück rein. Gucken uns so eigentlich alles an, was es Interessantes gibt. Es gibt aber noch eine Sache, die ist mir auch aufgefallen, da kommen wir auch gleich noch zu, dass etwas rausgenommen wurde, was bei Planet Coaster 1 jetzt ja nicht unbedingt schlecht war, aber es ist nicht mehr da. Es ist ein Mitarbeiter, der entfernt wurde. Auch da gucken wir gleich mal. Wir gehen gleich rein in den Deep Dive und gucken uns natürlich halt an, was die Jungs da zeigen, was gemacht wurde. Und ich fand ja, nur so am Rande, es gab einige Fehler. Klar, die Besucher gehen hier noch nicht richtig durch. Auch in der Station habe ich das mal gesehen. Wichtig ist der Punkt hier unten. Work in Progress, August 2024. Wir sind jetzt mittlerweile im Ende September, bald ist Oktober. Also es ist ja die Frage, wann im August, Mitte August, Ende August, was für ein Bild ist es halt letzten Endes. Nichtsdestotrotz sieht das Ganze halt im Großen und Ganzen gut aus. Und ich meine, die haben das Thema mit den Wegfindungen ja bei Teil 1 schon hingekriegt. Was mich so ein bisschen irritiert, ist der Fakt, dass es jetzt bei Teil 2 gerade nicht geht. Aber fangen wir nicht schon wieder damit an, dass sie die Engine gewechselt haben. Nein, wir lassen das mal. Prinzipiell ist aber, wie gesagt, noch genug Zeit und dieses Video, was wir sehen, ist quasi ein Stand von vor einem Monat. Also von daher schauen wir einfach mal. Ich finde, das Ganze sieht sehr schön aus und was ich sehr interessant finde, ist halt dieses Zonenthema, was die mit reingebracht haben. Wobei, wenn ich Management spiele, muss ich dazu sagen, ich werde nicht diese Story-Sachen spielen. Das habe ich damals bei Rollercoaster Tycoon 1 tatsächlich gemacht und ich habe es auch tatsächlich bei Rollercoaster Tycoon 1 geliebt. Dieses, ich kriege einen Park und den muss ich jetzt fertig bauen und sowas. Das habe ich da echt gerne gemacht. Werde ich aber jetzt nicht machen. Management würde für mich bedeuten, ich fange mit 0 an und baue einen Park langsam auf. Und Variante 2 ist halt natürlich Sandkasten. Schauen wir mal, in welche Richtung es gehen wird. Ich weiß es noch nicht. Aber ich finde, für Leute, die vielleicht diesen Story-Modus spielen, Story in Anführungszeichen, ist das natürlich interessant, dass man jetzt Zonen hat, die begrenzt sind. Ja, wo man also nicht alles machen kann, was man möchte. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Hier sieht man das Ganze ja. Ja, von wegen. Auch hier sieht man ja Besitz, Besitz, Besitz. Es wird Bereiche geben, die man nicht besitzt, die man dazu kaufen kann. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Das ist sehr stark in diese Richtung schon gezeigt worden, mit Ländergrenzen und allem drum und dran. Und hier hat man halt die Begrenzung. Finde ich gut. Also, bringt eine neue Herausforderung halt, ne? In manchen Punkten. Von daher kann ich relaten. Ich werde es nicht spielen mit diesen Einschränkungen. Aber ich finde, okay, dass es halt da ist. Ne, für Leute, die das halt in diesem Modus dann gern spielen wollen, mit den verschiedenen Aufgaben halt. Interessanterweise sieht man hier
systemtechnisch jetzt nicht so viel Neues. Es sind auch nicht so viel auf diese Sachen halt eingegangen. Worauf sie eingegangen sind, sind ja mehr so die Sachen Management. Beispielsweise dieser Punkt, den ich interessant finde mit Ticketpreis. Warum gibt es verschiedene Einstellungen beim Ticketpreis und was gibt es darunter? Bargain, Set? Beim Poolpass-Ticket-Typ Bargain, Preis 4. Cent. Ist sehr günstig. Parkstatus, Parkname, das kann man halt sehen und man sieht, wie viele Tickets verkauft worden sind. Und das sind wohlgemerkt, glaube ich, Tagesangaben wirklich. Also es ist, gilt immer nur für den Tag. Oder? Könnte natürlich auch länger sein. Ist halt die Frage, man hat hier nirgendwo irgendwo Settings, wo man das eingrenzen könnte, ne? Aber hier hinter verbirgt sich auf jeden Fall noch gegebenenfalls was anderes. Gute Frage, was uns da erwarten wird. Dann kommen wir zum Thema Parkoption bzw. Rating. Finde ich auch sehr interessant, dass man jetzt verschiedene Punkte hat, die man abdecken muss. Unter anderem halt auch, dass Scenery mit bewertet wird. Ich meine, auch das ist natürlich relativ realistisch, weil ich gucke mir natürlich auch in einem Freizeitpark das Drumherum an und bewerte auch einen Park danach, wie ist das Drumherum. Also davon ab, das finde ich gut, dass man da auch immer ein Auge drauf haben muss, weil das gehört einfach dazu. Klar. Ne, hier das Verlangen der Gäste, sehr schön übersichtlich dargestellt. Da kann man also schnell rausfinden, wo sind so die Probleme. Die Übersicht der Rides ist sehr, sehr geil. Ja, also sehr übersichtlich gestaltet. Und auch hier sieht man tägliches Einkommen. Also es ist sehr viel auf diesen Tagesmodus halt belegt. Und wir haben halt einen Status, den wir hier sehen können. Klar. Und hier können wir auch Tickets festlegen. Wobei das natürlich eher unrealistisch ist. In dem Freizeitpark, ja, kann man natürlich machen. Da sind wir beim Thema, okay, normalerweise zahle ich einen Eintritt und dann zahle ich die Attraktion nicht separat. Oder umgekehrt. Aber gut, das ist bei solchen Spielen ja immer. Ich meine, letzten Endes will man den Leuten ja das Geld aus der Tasche ziehen, ne? Ja, macht man ja gerne. So, Mitarbeiter. Ich finde das Thema Mitarbeiter sehr, sehr wild mittlerweile. Nicht schlecht, sondern halt wirklich gut. Dass es halt auch Pausen geben muss, dass die Leute nicht durcharbeiten können. Und Research ist so ein Thema. Ja, Research, eigentlich habe ich eigentlich alles immer gerne am Anfang selber. Vor allem normalerweise, ein Freizeitpark muss ja nicht researchen. Das macht Freizeitpark ja eigentlich gar nicht. Ja, irgendwann kommt Hersteller XY und bringt halt eine neue Attraktion. Aber gut. Da würde ich wahrscheinlich im Management-Modus sogar sagen, okay, wenn es geht, alles schon verfügbar. Vielleicht auch nicht. Interessanterweise macht man das mit Research-Punkten. Ja, nicht mit Geld oder so, sondern Research-Punkte, die man sich verdienen muss. Ja, das ist auch okay. Aber übrigens, zwei verschiedene Solarpanel, klein und groß, okay. Gibt es das bei Planet Zoo auch? Ich kenne nur eine Größe. Oder gab es hinterher noch eine zweite Größe? Gute Frage. So, wartet mal. Wir sind doch hier beim Startbildschirm. Naja, konnte man jetzt aber nicht sehen. Eine Version stand da nicht. Zumindest auf die Schnelle nicht gesehen. Gucken wir nochmal. Da muss ich aber schnell sein. Nee, tatsächlich steht hier jetzt keine Version mit dabei. Das hatten wir ja beim letzten Mal tatsächlich, dass noch eine Version mit dabei stand. Interessant finde ich hier Difficulty Settings und Settings. Also Schwierigkeit stellt man separat ein, nicht unter den normalen Settings, okay. Warum auch immer. Farbpalette kann man einstellen, Textgröße, okay. Interface Scale, ja.
verschiedene Punkte. Man sieht hier viel, man hat hier auch wieder Farben. Also man wird wahrscheinlich, weil einige schon gesagt haben, dieses Blau wirkt so alt. Wer mich kennt, ich habe ja permanent eher so einen rosa Touch. Und auch bei Planet Coaster 1 mal rosa drin gehabt. Wahrscheinlich wird es hier auch wieder gehen. Warum es bei Planet Zoo nicht ging, kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Planet Coaster hatte da damals noch nie ein Problem mit und wird es anscheinend jetzt auch nicht haben. Ich weiß ja nicht, was Color Palette ist, wahrscheinlich für die Texte dann separat und dann gibt es separat nochmal den Punkt Farben. So in der Richtung kann ich mir das vorstellen. Was haben sie dann noch? Ein paar. Die Übersicht über die Sachen bzw. die Heatmap. Ja, finde ich auch interessant. Habe ich noch nie mitgearbeitet, aber ich habe ja auch nie den Management-Modus gespielt. Aber wenn ich dann den Management-Modus spiele, ist die Heatmap natürlich schon okay. Da kann man halt einiges raus erkennen. Wobei ich finde, Moment, ein Punkt, Gastolerance, Panik. Ich frage mich, was das bedeutet. Also Panik inwiefern? Was ist Panik? Wann ist Panik? Was macht Panik? Also das ist... weil vor allem man hat ja keine Geisterbahn-Settings, ne? Naja. So, er muss hier auf jeden Fall mal zur Pause. Ne, der hat schon länger keine Pause mehr gemacht. So, das Thema Energie- und Stromversorgung, das kennen wir ja schon. Das haben wir, wie gesagt, ist angelehnt an City Skylines, ist okay. Auch für den Management-Modus nicht ganz unwichtig und auch für den Realismus vielleicht gar nicht so unwichtig, mal irgendwo solche Generatoren oder sowas hinzustellen. Man hat sowas in einem Freizeitpark auch. Ja, die Fahrgeschäfte fahren im Freizeitpark auch mit Strom und alles Mögliche. Da ist nur manches halt gut versteckt. In der Dekoration. Was man natürlich hier auch machen kann. So, ganz wichtiger Punkt. Hier sieht man, das verstehe ich immer noch nicht, dass das Abreißen ein separater Punkt sein soll. Das hätte man doch besser lösen können. Stromsachen. Leider sind die Solarpanel wieder mit diesem Unterteil mit drunter. Finde ich schade. Aber gut, dann muss man halt wieder ein bisschen fixen, dass man das schöner bauen kann. Also das ist, finde ich jetzt, Abzug in der B-Note. So, Wasser muss auch clean sein, das wissen wir ja auch mittlerweile. So, Scenery Rating kann man sich angucken, ja. Auch das ist ein interessanter Punkt. Wobei bei mir, ich versuche viel Scenery hinzupacken. Übrigens, auch ein guter Punkt ist halt beim Staff-Modus, das werden wir aber gleich nochmal sehen, dass sich da natürlich dann dementsprechend jetzt auch eine ganz, ganz große Sache geändert hat. Und zwar das Thema Operatoren. Aber das haben sie ja selber gesagt. Jetzt sind wir aber erstmal bei diesem Tag- und Nacht-Modus. Sieht man das hier deutlich? Nee. Man sieht hier auf jeden Fall, das ist das, was ich letztens meinte, diese Legende, die man hat. Now ist dunkelblau. Park Open ist dieses hellblau. Und dann gibt es noch den Park Closed Punkt, den man jetzt hier nicht sieht, der wahrscheinlich hier 7 Uhr, 6 Uhr sein wird und nach hinten hin 20, 21 Uhr oder so, keine Ahnung. Ja, also man kann den Park täglich schließen lassen und täglich öffnen lassen und man wird einen Tagabschluss haben. Und wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu, woran ich das nämlich das dann ausgemacht habe. Was mich, wie gesagt, irritiert ist halt, wir haben hier 3 bis 8 Grad und 3 bis 16 Grad. Heißt das, die Leute gehen dann auch ins Schwimmbad oder gehen die Leute nicht ins Schwimmbad, weil bei 6 Grad ist es ein bisschen kalt. Ja? Man hat hier den Wetterbericht stündlich, was ich auch sehr cool finde. Also, dass man sagen kann, okay, gleich wird es kritisch. Was hier natürlich fehlerhaft ist, das ist mir gar nicht aufgefallen. 14 Uhr, Regen. Das ist ja jetzt. Genau, 14 Uhr Regen, ich sehe keinen Regen. Es ist absolut trocken. Scheint also da noch nicht ganz 100% funktioniert zu haben. Ist aber nicht schlimm, das kriegt man ja gefixt.
Ja. Was ich übrigens auch gesagt habe, meine mit den Fehler. Die Gäste laufen hier an der Station noch mitten durch. Die laufen einfach durch die andere Gruppe durch. Das funktioniert hier auch noch nicht mal. Und auch hier frage ich mich, warum funktioniert das jetzt nicht, was man bei Planet Coaster 1 drin hatte? Es gibt ja einige Leute, die halt immer noch vermuten, dass auch mit den Stationen irgendwas passiert, weil irgendwas muss ja passieren, weil man in den Einstellungen oder beim Erstellen einen Extrapunkt dafür hat für die Station. Na, aber irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Aber man greift doch auf die Basis von Planet Coaster 1 zurück. Warum funktioniert das Wegefinding-System noch nicht so ganz? Na, lassen wir uns mal überraschen. Hier haben wir übrigens dann mal den Regen, der wunderschön aussieht. Ja, die Leute mit ihren Regenschirmen. Einige Animationen funktionieren auch noch nicht so ganz. Aber das sind ja alles so Bugfixes. Das sind so Sachen, die Grundprinzipien sind drinne und jetzt wird nach und nach geguckt, wo hapert's, wo muss was verbessert werden. Das ist ja auch, wie gesagt, erstmal nicht schlimm. Hier kann man halt sehen, okay, wenn man jemanden anklickt, dann sieht man das Symbol, was ihn gerade am meisten, glaube ich, beschäftigt. Positiv wie auch negativ. Ich finde interessant, Current Mode Content. Da ist ja auch noch irgendwie Content, was ist Content? Content ist noch nicht, ist glaube ich auch noch nicht fertig, der Punkt. Also, wie gesagt, muss noch einiges gemacht werden. Und jetzt kommen wir aber hierzu, zum Thema Mitarbeiterführung, nämlich, man hat ja einen Pausenplan, den sehen wir gleich auch nochmal, und muss die Mitarbeiter in eine Pause schicken. Und was passiert, wenn du einen Mitarbeiter von der Achterbahn in die Pause schickst? Richtig, keiner ist mehr da zum Steuern. Und dementsprechend kann man jetzt tatsächlich Operatoren einstellen als Pausenablösung. Finde ich genial. Finde ich gut, finde ich super. Hat man richtig mitgedacht. Was mir aber dafür aufgefallen ist, was es nicht mehr gibt, ist Security. Der Security-Typ ist weg. Kommt der noch? Weil momentan machen die ja regelmäßig, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, bei Instagram und YouTube und so Shorts, über die verschiedenen Mitarbeiter. Aber es gibt keinen Security-Mitarbeiter. Warum hat man den rausgenommen? Im Prinzip hat er funktioniert. Warum gibt es keinen mehr? Also der ist definitiv raus aus dem Game bis jetzt. Genauso wie leider Lady Fox. Ne, und verschiedene andere Werbefiguren. Aber das hat mich ein bisschen überrascht, dass sie den rausgenommen haben. Dafür finde ich aber den ja cool. Der sieht so ein bisschen aus wie Asterix. Nee, wie Trubadix, ne? Trubadix, genau. Er wie Trubadix. Der hat doch, glaube ich, auch so eine Harfe in der Hand, ne? Oder hat er einen Pfeil in der Hand gehabt? Pfeil und Bogen ist, glaube ich, ja Armor, ne? Sehen wir ja gleich nochmal mit dem Mitarbeiter. Hier finde ich übrigens auch noch immer noch interessant, was passiert, wenn hier jemand schwimmt und untergeht und keiner drauf aufpasst? Wird es Tote geben? Oder wie wird man das lösen? Weil, ja, es ist... Der Bereich ist unüberwacht. Was passiert da? Da bin ich mal gespannt. So, hier gehen sie auf das Thema mit den Operatoren nämlich ein, dass man den austauschen muss, wenn er Pause macht. Finde ich einen guten Aspekt. Und was ich hier übrigens interessant finde, nicht nur Trubadix, ah doch, das könnte Trubadix sein, der hat eine Harfe hinten auf dem Rücken. Aber seht euch mal diese Lichteffekte an. Sieht das nicht genial aus? Also ganz ehrlich, das ist ja grafisch, was das Licht angeht, ist das ganze Spiel auf einem komplett neuen Level. Und nochmal, ich sag mal, ja, man könnte schnell meinen, dass es die Unreal Engine Design gesetzt haben bei dem ganzen Ding. Aber naja, sie sagen ja was anderes. Nachvollziehen oder nachprüfen kann man es halt nicht. Wie gesagt, ist halt auch die Frage, ob man das was anderes sagt aufgrund der Aktionäre. Moral Content. Entertainer looking for work. Break taken today? No. Aber ich finde ihn cool. Den werde ich bei mir definitiv auch in den Park packen. So.
Ich finde auch gut, dass man hier geschlechtertechnisch beides hat. Männlein und Weiblein. Mit ihren Hammer. Finde ich aber auch einen coolen. Coolen Entertainer. Ja, ganz ehrlich, gefällt mir ganz gut. Das Einteilen von Bereichen und Zonen für die Mitarbeiter finde ich auch sehr schön mit dem Pinseln, dass man das halt sehr schön detailliert einteilen kann. Und dass hier Leute, die mich länger kennen und mich schon länger verfolgen, wissen, ich liebe solche Pläne. King of Retail sage ich nur, Leute. Wobei das hier bei King of Retail war es nicht so schön übersichtlich und einfach zu machen wie hier. Hier ist es doch ein bisschen einfacher. Aber es ist so ein Thema, Arbeitspläne machen, bin ich voll drin. Auch hier ist übrigens interessant, wir sehen hier den Balken hoch und runter. Wir sehen aber nicht links und rechts. Wir sehen aber auch nur die Zeit von 8 bis 19. Frage ist natürlich da, kann ich die Öffnungszeiten einstellen? Oder sind die vorgegeben? Und hier, was ich sehr cool finde, ist, dass man hier einfach sagen kann, okay, einfache Arbeit oder festgesetzte Zonen. Na, das ist tatsächlich hier, dass ich dann sagen kann, okay, wo er halt arbeiten soll. Error. Was? Was ist denn Error? Was zum Geier ist Error? Wenn mein Mitarbeiter einen Error hat, was heißt das? Er explodiert dann. Auch interessant, dass man halt Leute dann natürlich weniger arbeiten lassen kann. Oder mehr arbeiten lassen kann. Finde ich einen coolen Plan. Also das auf jeden Fall. Und auch das finde ich cool. Dass man den die nochmal separat einteilen kann. Dass man also sagen kann, okay, mach nur dies, mach nur das. Wobei, warum Clean Benches? Die Benches, also die Bänke waren doch bei Teil 1 nicht dreckig. Muss man mal gucken, was das damit auf sich hat. Aber auf jeden Fall finde ich das sehr cool. Und hier kann man dann dementsprechend die Zonen halt nämlich noch einteilen. Auch sehr cool. Ja. Alles sehr, sehr interessant. Ist jetzt von den Faktoren her. So, hier sieht man übrigens gleich nochmal, was ich meine. Wenn die jetzt aussteigen, die laufen hier mitten durch. Stimmt das Wegesystem an der Station nicht? Also ist da definitiv zu 1 ja irgendwo ein Unterschied. Irgendwas anders. Oh, ich mag die Designs schon, ne? Also ich muss echt sagen, ich freue mich auf das, was da kommen wird. Na, guck mal. Der läuft auch hier rum. Der war doch gerade nicht in der Übersicht drin, ne? Chief Beef. Das heißt, okay, wollen wir nochmal festhalten, dass diese Übersicht hier noch nicht vollständig ist. Ah doch, da ist er. Ich habe ihn übersehen, Entschuldigung. Streich das. Schneidet einfach die letzte Minute raus, die ich gesprochen habe. So. Ja, Wasser und Strom, das sehen wir ja schon alles. Das kennen wir ja schon. Und ich bin mal gespannt. Es gibt ja noch einen Deep Dive. Worum sich dieser Deep Dive dann drehen wird. Der abschließende Deep Dive. Und dann ist ja schon quasi eine Woche nach dem Deep Dive Release. So, gibt es noch etwas, was sie gezeigt haben? Ja, Statistiken, die man sich angucken kann. Ja, okay. Ah ja, okay, jetzt wollte ich mal gerade noch eine Sache sagen. Und zwar zum Thema Parkschließen. Wir haben ja immer gesehen, dass die Einteilung von 9 bis 19 war, oder von 8 bis 19 Uhr. Hier unten ist jetzt 2 Minuten vor 7. Ja, also 2 Minuten vor Schließung. Eine Minute vor Schließung, spulen wir mal kurz vor.
Jetzt ist 7 Uhr. Und wir haben 2358 Gäste im Park. Und die Zahl geht jetzt nur noch runter. Und die geht rapide runter. Und bis 7.14 Uhr, dann haben die das Spiel auf Pause gestellt. Die haben die ganze Zeit das Spiel laufen und stellen es dann auf Pause. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Einzige mögliche Erklärung ist, irgendwann ist dieser Park leer und der Tag ist vorbei und es kommt ein Tagesabschluss-Screen. Und den umgehen sie natürlich. Das heißt tatsächlich, dass wahrscheinlich der Park, also man nicht rund um die Uhr diesen Park hat. Ja, also man hat nicht dann um 20, 21, 23, 24, 25 Uhr, das 25 Uhr, streichen wir mal 25 Uhr. Also ihr wisst, was ich meine. Dass man nicht so wie jetzt rund um die Uhr, sondern 19 Uhr schließt der Park. Die Gäste verlassen den Park langsam und irgendwann ist so ein Punkt, Tagesziel, Ende, fertig. Und damit dieser Abschlussscreen nämlich nicht kommt in deren Präsentation, stellen die das Spiel nämlich auf Pause. Das erste Mal im ganzen Video. Anders könnte ich mir das nicht erklären, warum sie das genau in diesem Moment halt eigentlich gemacht haben. Also es wird wirklich feste Abschlüsse dann halt geben. So Gehälter und allen drum und dran. Klar, viel, viel Management-Settings, was man einstellen kann. So, und dann geht es ja nochmal in den zweiten kurzen Abschnitt. Geht ja nicht so lang, ne? Und rein theoretisch zeigen sie auch nicht so viel. Man sieht hier, dass hier das Wegefindungstool nämlich auch nicht richtig läuft. Sie gehen so ein bisschen auf die Szenerie-Sachen halt ein. Beziehungsweise fahren auch einmal mit der Achterbahn. Wobei ich auch da sagen muss, gab es zwei Punkte, die ich so ein bisschen kritisch gesehen habe. Ich meine, das Design ist cool. Das finde ich gut. Aber gehen wir mal zu dem Punkt, wo sie mitfahren. Weil, wie gesagt, so viel Neues entdecken kann man jetzt ja nicht im Moment. Finde ich persönlich zumindest. Außer, dass der Nebel besser aussieht in meinen Augen. Gegenüber Plenko 1. So, da fahren sie mit. So, was ich so ein bisschen kritisch fand, ist, dass ich das Gefühl habe, man fährt hier gegen. Kann natürlich jetzt eine Kameraeinstellung sein. Dann wollen sie ja ganz kurz zeigen, wie das mit der Dunkelheit aussieht. Und ich muss sagen, das ist natürlich genial, wie dunkel das halt jetzt ist. Also gerade für Dark Raids ist es wirklich super. Und auch das ist ein Bild, wo ich sagen muss, boah, das sieht so geil aus, wie das mit dem Licht hier reinscheint. Also lichttechnisch ist die Engine definitiv, wie gesagt, komplett überarbeitet worden. Was ich aber noch so ein bisschen kritisch sehe, ist, wartet, dass ich das Gefühl habe, wir fahren hier durch die Schiene. Ja, das ist ein bisschen eng. Also derjenige, der die Achterbahn gebaut hat, das ist ein bisschen eng. Leute, da muss ein bisschen mehr Platz hin. So funktioniert das nicht. Aber sonst finde ich eigentlich ein schönes Layout, eine schöne Bahn. Und schön, dass man das mit der Dunkelheit halt einfach sieht. Also Dark Rides, wie gesagt, sind möglich. Und das ist natürlich etwas, worauf sich viele gefreut haben. Hier sieht das übrigens gar nicht so eng aus, ne? Wenn ich jetzt hier mal gucke. Ist nur in der 3D-Ansicht. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die Kameraeinstellung. So, ein bisschen die Wasserbahn sehen wir halt. Ne? Sie wollen halt zeigen, was es halt mit dem zusätzlichen Pack halt gibt. Ja, wir haben zum einen die Wasserbahn, wir haben zum einen quasi diese ja, das, was man optimal für einen Dark Ride nehmen könnte. Und dann haben wir einmal das Ding, ich weiß gerade gar nicht, wie das normalerweise heißt. Hier heißt es The Cube. Kenne ich bis jetzt eigentlich auch nur aus YouTube von Videos aus, ich glaube in Asien gibt es sowas. Ich weiß gar nicht, ob in Europa auch irgendwo so ein Ding ist. Was ich aber sehr schön wieder finde, es ist
sehr schön mit den verschiedenen Motiven, Mustern zu sehen. Ne? Das sieht schon cool aus, was man jetzt mit dem Design so machen kann, dass das nicht mehr einfarbig ist, sondern man jetzt Muster drauf hat. Dadurch wirkt das Ganze halt einfach nochmal wesentlich vielseitiger und flexibler. Kann viel mehr machen. Und es ist viel besser halt in seinen Park, in sein Design halt integrieren. So, dann haben sie aber noch die anderen Sachen gezeigt. Wollen wir mal kurz drauf eingehen. Interessant fand ich, dass es 3 Holzachterbahnen sind. Oder? Ja doch, das ist einmal die Holzwilde Maus. Noch eine Holzachterbahn, noch eine Holzachterbahn. Ja, ist Nostalgic Pack. Ja. Holzwilde Maus, ja, ist auf jeden Fall nice to have. Deswegen, ich werde mir auf jeden Fall die Deluxe Edition kaufen. Dann natürlich die andere Holzachterbahn. Auch nice to have. Mit den Einzelgondeln. Und Holzachterbahnen gehen halt immer. Ne? Holzachterbahnen, mindestens eine steht im Park. So geil halt auch alle anderen Achterbahnen sind, aber eine Holzachterbahn muss immer sein. Dann haben wir den Musikexpress hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Krone hier in der Mitte sich nicht dreht. Also nicht entgegengesetzt dreht. Ja. Was neu ist, sind die Aufgänge hier vorne tatsächlich. Was ein bisschen blöd ist, ist immer noch der Fakt, dass halt dieses große runde Ding drumherum ist. Ne? Aber gut. Muss man da mal gucken. Und ja, ist ja eine Berg- und Talbahn, aber so viele Berge sind da jetzt gar nicht. So, das klassische Kinderkarussell. Sehr neutral gehalten, weil man wahrscheinlich hier überall seine Bilder und sowas reinsetzen kann. Viel mehr Design machen kann. Auch hier sieht man wieder mehr Licht verarbeitet. Wie immer, also wie bei allen anderen Sachen auch. Wellenflieger. Wobei ich finde es schade, also ich fand das Design vom Wellenflieger aus dem ersten Teil fand ich schick. Also das fand ich schon cool. Und ich glaube, wage zu bezweifeln, dass man sowas in der Richtung da hinkriegt. So, die Rutsche aus Rollercoaster Tycoon Zeit. Auch hier sieht man, es ist überall viel mehr Lauflicht angebracht. Ne? Also die haben sehr viel mehr Licht eingesetzt bei den Fahrgeschäften. Hier war ja sowieso immer Licht. Wobei man hier jetzt kein Lauflicht dran hat. Man hätte ja hier vorne noch so Lauflicht dran machen können, hat man jetzt nicht. Aber ich finde, das sieht sehr. Ich finde das hier übrigens sehr schick, dass das jetzt mit den Platten hier auch so aussieht. Und auch hier hat man was geändert, nämlich diese Aufgänge links und rechts. Die gab es bei Teil 1 so in der Form nicht. Naja, und dann gibt es das. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist da. Ich werde es wahrscheinlich niemals in einen meiner Parks einbauen. Es wird, glaube ich, niemals reinkommen. Ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das wirklich gibt. Also bis jetzt war ich ja so ein Verteidiger, der immer gesagt hat, ja, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, gibt es tatsächlich und das ist alles reell. Aber ich habe keine Ahnung, ob es das Ding gibt. Wüsste ich nicht. Wenn es irgendjemand weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich weiß nicht mal, wonach ich da suchen müsste. Aber wie gesagt, in meinem Park wird es das nicht geben. Da bin ich schon raus. Das kann ich sagen. So. Ja. Alles in allem, ich weiß nicht, wie fandet ihr die Deep Dive? Wie gesagt, viel Neues in dem Sinne gab es ja jetzt erstmal nicht mehr. Außer, klar, zu den Tageszeiten. Zu den Mitarbeiterplänen und sowas. Und das finde ich alles schon sehr interessant. Und der Management-Modus sieht für mich eigentlich auch aus. Und dass ich echt am Überlegen bin, ah, so ein Manager-Part würde ich auch spielen. Er würde mich schon reizen. Ja? Was meint ihr? Wie seht ihr das Ganze bis jetzt? Ich weiß auf jeden Fall alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Bin ich begeistert. Ich freue mich auf das Spiel. Es ist jetzt noch knapp ein Monat. Beziehungsweise knapp über einen Monat. Und ja. Zu mir selber. Es geht ab Mittwoch wieder los mit dem Streaming. Mittwoch um 21 Uhr geht's los mit dem Thema. Nee, Donnerstag um 22:30 geht's los mit Spieleentwicklung. Tatsächlich. Donnerstag 22:30 Uhr werde ich anfangen mit der Entwicklung.
um auch parallel mein Stream-Setup zu testen, um zu gucken, funktioniert alles, gibt es Probleme bei der Lautstärke, kann dann nochmal was korrigieren und das werde ich dann, nämlich die nächsten Donnerstage, werde ich das so ein bisschen streamen, um, wie gesagt, das Setting nach und nach zu perfektionieren, damit wir dann mit Anfang November mit den richtigen Streams wieder anfangen können. Montags bis Donnerstag. Ja, und das war es jetzt auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Würde mich freuen, was ihr so denkt. Schreibt eure Kommentare ruhig drunter. Würde mich freuen. Ansonsten habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Vergesst das Like nicht, vergesst den Follow nicht. Und ich sag mal bis Donnerstag. Ciao, ciao.